Hamburger Flughafen seit Stunden außer Betrieb. Chaos am Hamburger Flughafen, nach einem Stromausfall wird der Airport evakuiert. Der Flugverkehr ist eingestellt. Wann es weitergeht, scheint völlig ungewiss. Nach einem Stromausfall geht am Hamburger Flughafen nichts mehr. Aus Sicherheitsgründen konnten seit dem Vormittag keine Flugzeuge mehr starten oder landen, wie eine Flughafensprecherin berichtete. Der Stromausfall sei auf einen Kurzschluss zurückzuführen. Gewöhnlich 200 Starts und Landungen. Der Flughafen wurde geräumt, hunderte Passagiere mussten sich vor dem Gebäude aufhalten. Nach Angaben des Flughafens gibt es dort sonntags gewöhnlich rund 200 Starts und Landungen. Wie lange der Ausfall dauern werde, konnte Flughafensprecherin Stefanie Harder zunächst nicht sagen. Die Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederaufnahme des Betriebs, sagte die Sprecherin. An solch einen massiven Ausfall in der Vergangenheit konnte sie sich nicht erinnern. Zunächst gab es keine Erklärungen dafür, warum der Flughafen so großflächig getroffen wurde. Flüge nach Hannover umgeleitet. Flugzeuge, die am Vormittag noch im Anflug auf Hamburg waren, seien umgeleitet worden. Eine Sprecherin des Flughafens Hannover bestätigte, dass bereits mehrere Maschinen, die Hamburg anfliegen sollten, in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet seien. Verzögerungen im Flugverkehr hat es in Hannover nach Angaben der Sprecherin bisher noch nicht gegeben. In Hamburg wurde auch die Zufahrt zum Flughafen gesperrt, weil sich die gestrandeten Passagiere vor dem Gebäude aufhalten mussten. Wie viele Fluggäste von den Flugausfällen bereits betroffen sind, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Die Informationslage für die Passagiere war anfangs offenkundig spärlich, über die Lautsprecher habe es lediglich die Durchsage zum Verlassen des Terminals gegeben, aber keine Begründungen oder Auskünfte über die voraussichtliche Dauer der Wartezeit, schilderte ein Augenzeuge. Ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft Swiss wusste zunächst nur von voraussichtlich stundenlangen Verzögerungen. Passagierin Jenny Weber wollte nach Kopenhagen fliegen, ihr Gepäck war schon eingecheckt. Der Flughafen Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Betreibers der fünftgrößte in Deutschland.